Ganze 8 Tage lang war die Weltelite zu Gast in Frankfurt, aber die Pokale, die größten Pokale, die haben sie mal wieder mit zurück nach China genommen. Natürlich will ich nochmal eintauchen in dieses WTT Champions auf deutschem Boden, aber auch über den Pokal sprechen. 2 der 4 Viertelfinals sind bereits gespielt, es geht in dieser Woche dann weiter und auch in der TTBL hat sich ein bisschen was getan, darauf schaue ich auch, das und mehr. Also im neuen Platten-Update, auf geht's. Ja, 2023 hatten wir also die Premiere, jetzt in diesem Jahr 2024 die zweite Auflage von diesem Event in Deutschland und ich würde vorschlagen, wir starten mal mit einer deutschen Bilanz. 8 deutsche Spielerinnen bzw. Spieler hatten wir mit dabei, 5-mal erste Runde, 2-mal Achtelfinale, 1-mal Viertelfinale. Leider hat es niemand bis ins Halbfinale geschafft, das wäre natürlich vor allen Dingen an diesem finalen Wochenende da vor Ort in Frankfurt in der Süwag Energie Arena eine gute Geschichte gewesen, aber es zeigt eben auch einmal mehr, bei dieser Turnierkategorie, das sind ja eigentlich die nominell besten 32 Spielerinnen und Spieler der Welt, ist das einfach sehr, sehr schwer. Schauen wir auf die Damen. Neben Nina Mittelham und Shan Xiona war Annette Kaufmann mit dabei. Die hat ja die Wildcard bekommen vom DTTB und die hat ein gutes Spiel gemacht gegen Qian Tianyi aus China. Am Ende hat es nicht gereicht. Es war ein 1:3, aber es war ein ganz guter Auftritt. Ich habe gut gespielt. Sie hat auch gut gespielt. Ich war in manchen Sachen vielleicht ein bisschen unglücklich und habe vielleicht hier und da einen leichten Fehler gemacht. Sie hat mich aber gut unter Druck gesetzt, was halt mir schwierig gefallen ist, dann auch irgendwie das Tempo zu wechseln, um mein Spiel sozusagen ihr aufzuzwingen. Aber ich glaube, sie ist Nummer 12 der Welt oder so. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist trotzdem ein super Ergebnis gegen sie. Und ich sehe meine Steigerungen und ich sehe auch die Sachen, die ich im Training gemacht habe, die auch jetzt funktioniert haben. Und natürlich auch die Sachen, die ich noch verbessern muss. Aber wir gucken eher aufs Positive. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, aber klar, also 3 Erstrunden-Niederlagen bei den Damen, das ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich erwünscht hat, aber es ist eben auch nicht so leicht. Schauen wir auf die Herren. Patrick Franziska verliert in der ersten Runde gegen seinen guten Kumpel und Vereinskameraden vom 1. FC Saarbrücken Tischtennis, Darko Jorgic, ganz, ganz knapp in 5 Sätzen. Schade, dass da nicht mehr ging. Dimitri Ovtcharov, letztes Jahr noch gegen Malong im Viertelfinale gespielt und er sagt ja immer wieder, wie gerne er vor deutschem Publikum spielt und wie gut er da auch spielt. Diesmal war es nichts. Er war sehr enttäuscht von seiner Leistung, hat klar verloren gegen Liam Pitchford und ist danach relativ hart mit sich ins Gericht gegangen. Das kann man nicht anders bezeichnen. War wirklich eine unterirdische Leistung von mir. Wahrscheinlich das schlechteste Spiel des Jahres für mich auf der Tour. Aber gut, wie gesagt, waren sehr viele Turniere. Olympia, EM, WM und sehr viele andere Turniere. Ich muss es auf jeden Fall schaffen, wieder ein bisschen einfach frischer zu werden, auch mit mehr Spaß in die Turniere reinzugehen. EM habe ich nochmal richtig gebissen, aber da bin ich schon ein bisschen ein kleines Loch danach gefallen. Genau, das gehört dazu, auch so ein Spiel passiert einfach manchmal. Es tut mir leid, ja, für mich und für die Zuschauer, aber es geht weiter. Ja, sehr, sehr ehrliche Worte von Dima. Dann lass uns weiterschauen auf Deng Zhu. Achtelfinale gegen Lin Yunyu. Das ist immerhin der Vorjahressieger. Wir kennen den mittlerweile natürlich, haben den alle auf dem Zettel. Sehr starker Spieler aus Taiwan. Das Match geht über die volle Distanz. Im 5. Satz kommt Deng Zhu leider nicht mehr so ganz mit und verliert also in diesem Achtelfinale. Bene Duda auch im Achtelfinale. Bene Duda ja zuletzt richtig gut drauf, hatte ich hier drüber berichtet im letzten Platten-Update. Trifft auf Lin Shidong und in Macau haben die beiden schon mal gegeneinander gespielt. Da ist Bene mal so richtig unter die Räder gekommen. Das ist in Frankfurt nicht passiert. Trotzdem kann er dieses Spiel nicht gewinnen, weil Lin Shidong einfach ja, insgesamt zu gut gewesen ist. Und ihr merkt schon, ich möchte noch auf einen Spieler hinaus. Und zwar auf den, der im Viertelfinale gestanden hat. Und das ist Ricardo Walter. Mit Siegen über Alvaro Robles und über Quadri Aruna hat er es wirklich ins Viertelfinale geschafft. Gegen Aruna hatte er noch gar nicht gewonnen vorher. Und man muss dazu sagen, er hat ja auch vorher ein DTTB-internes Qualifikationsturnier für sich entschieden, um überhaupt dabei sein zu können. Ich habe alles gegeben, ganz knapp gewonnen, stehe im Viertelfinale und ja, damit bin ich super happy und habe ich vielleicht vor dem Turnier nicht so erwartet. Aber jetzt bin ich natürlich sehr froh, dass ich am Freitag noch drin bin. Ja, erst im Viertelfinale dann von Anton Schellberg gestoppt. Schulter hat ein bisschen gezwickt, lief nicht alles ganz so rund, aber insgesamt natürlich trotzdem ein super Ergebnis von Rick Walter. Dann lass uns noch auf die Titel schauen, weil darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Bei den Damen gab es das Vorjahresfinale nochmal. Wang Manyu gegen Wang Yidi. Letztes Jahr war Wang Manyu nicht ganz fit und hat relativ deutlich verloren. Diesmal hat sie sich den Titel geholt, die Nummer 2 der Welt.
Und bei den Herren muss ich natürlich diese irre Reise von Anton Schellberg ansprechen. Der hat im Achtelfinale die Nummer 1 der Welt, Wang Shuxin, ausgeschaltet. Der hat dann später im Halbfinale gegen seinen Kumpel Truls Moregaard gewonnen, um dann im Finale gegen Lin Shidong zu spielen. Und Lin Shidong, ich weiß gar nicht, was der momentan alles so macht. Der hat ja jetzt seinen 5. Titel geholt in diesem Jahr. Jetzt könnte man sagen, ja, das Jahr ist ja auch relativ lang. Er hat damit aber halt erst im September angefangen. 5 Titel seit dem September. Unfassbar. Ich denke, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, dass er eine richtig krasse Rückhand hat. Ist richtig fest. Der hat gute Aufschläge und dann spielt er eigentlich sehr komplett. Macht eigentlich wenig Fehler, erste Bälle und dann musst du gefühlt immer ganz viel Qualität spielen, weil sonst haut er dich die Bälle um die Ohren. Ja, schön gesagt. So ist das wohl bei dem 19-Jährigen, der momentan nicht so richtig zu halten ist. So, machen wir einen Haken ans Champions in Frankfurt und schauen auf den Pokal. Es ist schon ein paar Tage her, aber Ochsenhausen hat das Ticket gelöst fürs Final Four in Ulm. Ochsenhausen hat nämlich in Grünwettersbach gewonnen. Ich habe viel mal in Grünwettersbach verloren. So. Ich weiß, es ist sehr schwer hier zu spielen. Es ist ganz laut und die Halle ist auch ganz schnell, aber wir waren gut vorbereitet, wir haben gut gespielt und Shunsuke hat sehr, sehr gut für uns angefangen gegen Thiago. Wir sind natürlich sehr glücklich. Ja, und vielleicht sogar noch etwas glücklicher, dass es nicht gegen Bad Königshofen geht. Denn das war eine echte Überraschung. Bad Königshofen verliert zu Hause in eigener Halle gegen Aufsteiger Bad Homburg und Bad Homburg holt sich das Ticket für Ulm. Das ist irre und da stürmt die Bank von Bad Homburg. Daran. Wir sind super stolz natürlich. Erste Mal Bad Homburg in Final Four und ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs. Ja, Glückwunsch dazu. Als Aufsteiger sicherlich ein sehr, sehr starkes Signal. Bad Homburg schafft den Sprung ins Final Four, trifft dann da auf Ochsenhausen. Das steht schon fest und das andere Halbfinale steht noch nicht fest, aber es entscheidet sich im Laufe dieser Woche. Am heutigen Dienstag ist Bremen zu Gast in Fulda. Höchstwahrscheinlich dann wieder mit Dimitri Ovtcharov. Der war ja zuletzt, als die beiden Teams aufeinander getroffen sind, nicht mit dabei. Und am Freitag dann Zweitligist Köln zu Hause gegen Saarbrücken. Und die haben da einiges vor. Zuschauerrekord, habe ich schon was gelesen. Tobi Hippler, André Bertelsmeier, die sind momentan auch sehr gut drauf. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, ob sie Saarbrücken in irgendeiner Form ärgern können. So, und die TDBL haben wir natürlich auch noch. Ich habe mir mal 2 Teams rausgegriffen, über die ich noch ein bisschen was erzählen will. Bad Königshofen ist das erste Team, über die haben wir gerade schon was gehört. Die haben neben diesem Pokal aus noch 2-mal in der TDBL verloren. Einmal zu Hause gegen Grenzau, vielleicht ein bisschen überraschend. Und dann auch einmal in Grünwettersbach, obwohl Thiago Apollonia nicht mit dabei gewesen ist. Und das war ein Tag nach der Pokalniederlage. Also das war der nächste Dämpfer. Und schaut mal jetzt hier auf dem Instagram-Account die letzten 3 Schwarz-Weiß-Bilder. Das sind alles Niederlagen. Läuft also gerade nicht so ganz ideal. Durchatmen kann Grenzau auf jeden Fall. Das ist Team Nummer 2. Die haben nämlich, wie gesagt, in Bad Königshofen gewonnen. Das war schon stark. Und die haben auch in Bremen gewonnen. Das hatte man vielleicht auch nicht unbedingt so auf dem Zettel. Das sind also die ersten beiden Saisonsiege. So, lass uns einmal auf die Tabelle schauen. Fulda ist das einzige Team mit nur einer Niederlage. Dann haben wir 4 Teams mit 2 Niederlagen. Das sind Ochsenhausen, die haben ja gegen Düsseldorf gewonnen. Das ist zwischendurch auch noch passiert. Bergneustadt, Düsseldorf und Werder Bremen. Dann geht es auf Platz 6 weiter mit dem TSV Bad Königshofen. Etwas abgerutscht. Saarbrücken auf 7. Grünwettersbach jetzt mit 6:8 Punkten auf Platz 8. Bad Homburg auf 9, Grenzau mit den ersten beiden Saisonsiegen gerade gesagt, 4:8 Punkte auf Platz 10 vor Dortmund und Mühlhausen, beide Teams mit einem Sieg. Und wir schauen natürlich auch noch auf Spieltag Nummer 7, der hat schon begonnen, aber dann habt ihr einmal so die Übersicht. So, dann geht es am Mittwoch weiter, Düsseldorf zu Hause gegen Mühlhausen, am Donnerstag Grenzau gegen Saarbrücken, am Freitag Bergneustadt gegen Dortmund und dann haben wir noch 2 Spiele am Samstag, einmal 15, einmal 17.30 Uhr, Ochsenhausen gegen Werder Bremen und dann ganz unten noch Bad Homburg gegen Fulda. So, dann habe ich noch eine Ankündigung. Diese Woche Donnerstag, vielleicht habt ihr es schon gehört, kommt die 3. Folge von Dein Bitte zu Tisch. Ich konnte mich unterhalten mit Luka Mladenovic, ist ja einfach ein sehr sympathischer Kerl mit einer super interessanten Geschichte. Der hat nicht immer Anti gespielt, der hat früher mal glatt gespielt, dann hat er lange Noppe gespielt, dann der Anti. Ja, ich habe das versucht, ein bisschen unterhaltsam zu machen insgesamt und am Donnerstag kommt das Ganze raus. Also man muss sagen, als ich mit der Noppe angefangen habe zu spielen, das Hauptargument, warum auch so viel Kritik kam, das Einzige, was ich konnte, war Rückhandschupf, Rückhandblock und ein bisschen Rückhandtopspin. Mhm. So Vorhand war tot. Mhm. Das heißt, eigentlich wäre das Letzte, worauf du kommen würdest, wäre, ja, machen wir jetzt eine Noppe auf die Rückhand. Ja, weil es ja die einzige Stärke, so, die ich habe. Warum würdest du deine Stärke schwächer machen? Ja.
Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Und genauso würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder einschaltet, denn da gibt es das neue Plattenupdate. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.